Bin mal hier hinterm Zug. Ja gut. Anscheinend muss ich hier irgendwie rein. Ohne gesehen zu werden. Geht das überhaupt von hier? Ja. I feel like I've just walked into a toy store. Looks like the shipment's ready to go to its client. We're not going to have time to warn the local authorities. And they won't have time to confiscate the weapons before they're moved out. It'd be safer to destroy them. According to the station layouts, there should be a storage room across the tracks. Ja, großartig. Naja gut, von hier müsste es eigentlich ziemlich sicher sein. Sei denn sowas passiert? Ich dachte gerade, der sieht mich jetzt. Ich wollte eigentlich mal gucken, ob man sich überfahren lassen kann von einem Zug. Wäre auch schon mal sehr interessant gewesen. Speichern wir nochmal. Okay, also den habe ich schon gefunden. Wo ist der andere? Ich sehe ihn nicht. Oh Gott, da oben ist er. Phew. Found the shipping manifests, but no mention of the missiles. Das war knapp. Weapons, a lot of them, are coming through this train yard, but not the ones we're looking for. All right, get out of there then. It still could help us. Be right there. Just need to change the destination address. Yep. Wir helfen ihm, weil er uns geholfen hat. Actually, I'll ship them to Grigori. He'll appreciate the present. Mike, we don't have time. Never mind. You better appreciate this, Grigori. Yep, scheint ja so. Plus eins. So much for getting out of here the easy way. Oh, gut. War irgendwie zu erwarten. Ist über uns niemand, okay. Die sind alle draußen. Okay, wie soll ich zwei ausschalten? Ja, das war's schon. Who's there? Und dann war ich schon tot. Ich wollte gerade meinen Skill aktivieren, aber das funktioniert dann ja nicht mehr. Ich find's gut, wie er noch twitcht hier, guckt mal. Oh, war ja. Oh, hoffentlich liegt er jetzt den richtigen Kontrollpunkt, sonst muss ich wieder den anderen laden. Ja, das war's schon. Getting out of here the easy way. Jetzt ist nichts anderes übrig. Oh. Alter, wie leicht man stirbt. Das ist ja echt unglaublich. Ach, Mann, Mann, Mann. So much for getting out of here the easy way. Ups, das war auf jeden Fall schon mal falsch. Wirklich? Oh wow. Das ist wieder so ein Dauer, so ein 100.000-facher Tod, weil man einfach nichts machen kann, so richtig. So much for getting out of here the easy way. Ich weiß auch, wie soll man hier auch auf die einfache Weise rauskommen können? Entweder der sieht mich oder der sieht mich. Es geht halt nicht anders. Hat er mich wieder gesehen und dann kann man auch nicht wirklich viel gegen sie machen.
Das kostet auch viel zu viel Zeit und Energie. Während die dann hier im Grunde genommen einfach auf einen schießen können. Sobald man mich besiegt, wird man erschossen. Na komm! Mann, ich habe auch echt keine Chance. Ich werde einfach immer instant getötet. Brauchen weder viele Schüsse noch irgendwie. Ja, noch kann ich sie irgendwie gut im Nahkampf besiegen inzwischen. So much for getting it. I hear the easy way. Ja, hat jetzt auch nichts gebracht. Ja, der wird mich sofort wieder gesehen. Oh, jetzt kommt auch noch Dimitri. Wirklich. That must be Dimitri. Schon haben wir ihn gefunden. Großartig. Ich hoffe, ich kriege einen Raketenwerfer. Weiß aber jetzt schon, dass ich keinen bekomme. Aber hey, wenigstens ein bisschen Munition hier. Man kommt hier oben auch nicht rauf, also das hat mir auch nichts gebracht. Na, großartig. Nein. Moment, was? Doch. Speichern. Hallo? Darf ich jetzt wieder warten oder kann ich hier einfach rausgehen? Sieht wohl sehr so aus, als würde das funktionieren, aber die MP-Ladung bringt mir alles nichts. Ich habe auch wirklich nur eine einzige Granate finden dürfen. Was mache ich nun? Hey, noch mehr Munition. So, das reicht halt nicht aus, um die zu töten. Oh doch, einen habe ich damit getötet. Okay, das hat besser funktioniert, als ich erwartet habe. Ich habe nachgeladen im Kontrollpunkt. Plötzlich die Pistole. Oh oh. Michael, I did not realize you knew how to kill so well. I don't like to brag. And so polite. Maybe I should keep a more careful eye on you. Can't say I mind that. In fact, maybe we could work together a little more closely. Michael, like I have not heard that suggestion before. Maybe a few decades ago. We both seem to be after the same thing. The same goal, that is. A little extra firepower couldn't hurt. So instead of being selfish, you suggest we share our talents? I do not know. Verdammt. Your type. Oh, I know it too well. I'm not asking you to marry me. Just think about it. Here's my contact info. Call me sometime. Hey, I might even pick up. You did not say that. Michael, perhaps it was good I was out of bullets when we first met. I think we will have a good working relationship, yeah? I will be in touch, Michael. I think we will have much to discuss, you and I. All right then. Can't say I'm looking forward to it, but I would wait until you hear my offer first, but it will not be long.
Oh oh. Und was war jetzt mit Dimitri? Habe ich den instant einfach getötet oder sowas? Verstehe ich nicht. Vorsicht ist besser als Nachsicht, stand da, glaube ich, gerade. Übrigens, aus irgendeinem Grund ist diese eine Musik immer noch hier drin. Merkwürdig. Egal, müssen wir damit leben. Bugs, Bugs und Bugs. Wo auch immer diese Käfer mal reinkrabbeln, um ehrlich zu sein. Die vorhandenen Informationen deuten darauf hin, dass Halbecks Raketenprototyp am Leningrader Bahnhof in Moskau auf den Güterzug Buran umgeladen wurde. Agent Thornton drang mit dem Ziel, den Zug aufzuspüren und ihn nach Hinweisen auf dessen Bestimmungsort zu untersuchen, den Bahnhof ein. Kurz nach seiner Ankunft stieß Agent Thornton auf eine Söldnerin, sie, welche in ein Feuergefecht mit Wächtern des Bahnhofs verwickelt war. Berichten zufolge wurde sie von der Veteran Combat Initiative, VCI, angeheuert. Bonusziel. Nachdem er einer Allianz zur Bekämpfung der verbliebenen Wachen zustimmte, vereinbarte Agent Thornton einen vorübergehenden Waffenstillstand mit sie. Oder SIE, wofür auch immer das steht. Während er sich den Weg durch den Leningrader Bahnhof kämpfte, stand Agent Thornton Wächtern von VCI-Soldaten gegenüber. Bonusziel. Thornton schlug sich auf einem Kran durch den Güterbahnhof, was er als unbedingt notwendig bezeichnete, um den Buran zu erreichen. Agent Thornton fand den Buran und die in ihm enthaltenen Waffen. Bonusziel. Nachdem er die Waffenlieferung lokalisiert hat, leitete Thornton die Waffen zu einem ansässigen Informanten, Grigori, um. Effekt. Eingehende Zahlung von Grigori, E-Mail überprüfen, Klammer nicht geschlossen. Bonusziel. Bei Thorntons Angriff auf dem Güterbahnhof wurde ein prominenter lokaler Bandenführer namens Dimitri getötet. Gut. Effekt. Die Präsenz der russischen Mafia in manchen Missionen wurde geschwächt. Nachdem er am Güterbahnhof weiteren Schlägen entgegengetreten war, begegnete Thornton sie zum zweiten Mal. Bonusziel. Nach einem kurzen Gespräch gingen beide kampflos ihrer Wege. Die Wahrscheinlichkeit, sie in Moskau ein weiteres Mal zu begegnen, ist hoch. Effekt. Sie bleibt als möglicher Kontakt und Händler für künftige Missionen erhalten. War also vielleicht nicht so dumm, sie zu töten. Genauigkeit mit Pistole 0%. Ja. Sturmgewehr immerhin noch 45% und 18 Waisen haben wir erzeugt. Nicht sehr schön. Okay. Gucken, ob irgendwas Neues dazu kommt. In Moskau heute. Authorities are baffled by the aftermath of a shootout at the Leningradsky train yard, which left several dead and an estimated $500,000 in property damage. Ooh. The identities of the victims have not yet been released, but according to an unnamed source within the investigation, several of the deceased were armed with military-grade weaponry and body armor. No word yet as to whether these men were associated with any foreign government or were acting independently. In related news, Russia's prime minister has announced that new legislation will be enacted early next year to tighten security at Russia's borders. Looks like the Iron Curtain may be coming down again, huh? Oh je. It certainly does. Das klingt eigentlich nicht gut, also dieser Tonfall war ein bisschen falsch.